insgesamt war es erstmal vorweg, glaube ich, beide Mannschaften haben versucht, mit offenem Visier zu spielen. Wir haben zwar in der ersten Halbzeit versucht, taktisch sehr etwas defensiver zu stehen als sonst, weil wir nicht unbedingt oder weil wir so gedacht haben, wir machen aus unserem Heimspiel zumindest in der Anfangsphase ein Auswärtsspiel, weil ich mir auch gedacht habe, dass der Pele früh anläuft, weil er genau weiß, dass wir in der Woche noch ein Spiel hatten und das aggressiv machen wird. Der frühe Rückstand mit dem 1-0 war natürlich dann, ist eigentlich das genau das Gegenteil passiert, aber die Mannschaft hat sich davon schnell erholt, haben versucht, weiter ruhig zu bleiben, ruhig zu spielen und haben dann diesen Ausgleich vor der Pause geschafft, der natürlich psychologisch für uns sehr wichtig war. Aus der Halbzeit sind wir rausgekommen und ich denke, beide Mannschaften haben versucht, weiter mit offenem Visier zu spielen und ich habe auch so ein bisschen Angst um die Kraft gehabt. Wir sind dann in Führung gegangen, haben dann wieder so einen Rückschlag bekommen, wo es 2-2 dann steht. Das ist erstmal wie so ein Rückstand, aber die Mannschaft ist auch wieder ruhig geblieben, hat versucht, weiter Fußball zu spielen, weil Fußball spielen können wir. Wir haben dann eine Mannschaft für die es kann, wir waren individuell sehr, sehr, sehr aggressiv, haben auch die eine oder andere Situation dann zu verspielt, nicht zu Ende gebracht, aber insgesamt glaube ich, wenn der Kollege sagt, dass das Spiel dann verdient von unserer Seite gewonnen worden ist, dann freue ich mich darüber, wünsche ihm natürlich weiterhin alles Gute, dass er das Ziel zweite Bundesliga auch erreichen wird. Danke.